Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. Leute, Wintertag ist da, ja? Es Weihnachten rückt ja näher und so. Und jetzt ist der Update gekommen, ne? Jetzt gibt es wieder Wintersachen und im Edelsteinshop gibt es wieder so Winterskins. Und ja, und mit diesem Event gibt es ja neue Sachen, die man halt machen kann während dieser Eventzeit. Und ich habe eigentlich selber nur keinen Plan, was wir machen. Aber wir werden schon sehen. Wir werden jetzt mal schauen, was es Neues gibt. Aber es gibt auch eine Sache, die mich sehr irritiert, ja? Es ist überhaupt... Boah, es ruckelt wieder mal. Es ist überhaupt gar nichts weihnachtlich dekoriert. Was ist da los? Das verstehe ich nicht. Normalerweise ist immer alles voll schön dekoriert. Boah, es ruckelt. Aber ich habe Post gekriegt. Zwei Stück sogar. Einmal vom Waisenkind Lane. Bitte helft uns, lieber Kommandeur. Der gemeine Krank hat Dekorationsgegenstände aus dem Waisenhaus gestohlen und will sie nicht mehr hergeben. Bitte helf uns dabei. Da sind voll viele Schreibfehler drinnen. Ach so, weil es das Waisenkind geschrieben hat, oder? Deshalb sind da Schreibfehler drin, oder? Das ist witzig. Bitte helf uns dabei, die Deko zu finden und den Krank loszuwerden. Ich und mein Freund vom Waisenhaus verstecken uns in eurem Haus. Ihr war Haus? Wir könnten echt Hilfe brauchen. Seema ist ein total netter Koch. Vielleicht kann er auch helfen. Lane. Ein Brief. Okay, muss das dringend ein bisschen leisiger machen. Und da war nur ein Brief. Spielzeugmacher Tix, Wintertag ist wieder da. Liebe Wintertag-Feiernde, es freut mich, euch kundgeben zu dürfen, dass mein wunderbares Luftschiff und ich nach Götterfels zurückgekehrt sind, um wie jedes Jahr einen fröhlichen Wintertag mit euch begehen zu können. Macht euch auf eine Fülle an Feiertagsaktivitäten gefasst. Sprecht mit dem Glockenmaestro, um fröhliche Harmonien zu kreieren, oder mit dem festlichen Jugendlichen für einen Sprung ins Winterwunderland. Das hört sich schon mal hübsch an. Unterhaltet euch in Götterfels mit dem festlichen Löwengardisten in der Nähe der Schneekugel für ein wenig Schneeballkrawall. Diejenigen unter euch, die auf der Suche nach einer echten Herausforderung sind, können sich durch das Süßigkeiten-Strudelportal neben mir begeben, um ihre Geschicke im Inneren meines Infinirarium-Luftschiffs zu testen. Außerdem habe ich erfahren, dass das hiesige Waisenhaus den Verlust seiner Dekorationen zu beklagen hat. Die Waisen können sicher Hilfe beim Fangen des Diebes gebrauchen. Und dann gibt es in meiner Werkstatt wohl ein paar schlecht funktionierende Spielzeuge. Wenn sie unkontrolliert in der Gegend umherirren, werden sie den Wintertag ruinieren. Sprecht mit dem Spielzeughauptmann in meiner Nähe, wenn ihr bereit seid, sie zu Kleinholz zu schlagen. Wie immer wünsche ich euch ein frohes Fest. Spielzeugmacher Tix, anzeigen! Aha, also es ist dann vielleicht nur ein Götterfels weihnachtlich dekoriert. Das ist ja voll unfair. Aber ich mag jetzt da mal schauen. Aha, große Halle. Ja, das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr wie das andere Zeug. Genau, große Halle war das, gell? Zack. Ach so, in meinem Haus, in der Heimatstadt. Ah, okay, ich verstehe. Da hat sich das Kind versteckt, das Waisenkind. Cool, okay. Muss ich da jetzt rein, oder?
Ich weiß nicht mehr, was reingegangen ist. Ist es nicht da reingegangen? Es ist doch da reingegangen, oder? Boah, wenn es nicht so ruckeln da war, das schon echt ein bisschen angenehmer. Ah, da! Ich hoffe, ich muss da rein. Schauen wir mal. Das ist eine Truhe. Boah, ich war da schon ewig nicht mehr. Wenn wir schon da sind. Quarzkristall. Die Beute der Schlacht. Okay, und da drüben ist das Waisenkind. Aber schau, ich habe da eine Truhe in meiner Heimatstadt. Was ist denn das für Truhe? Da ist die, oder ist die... Hä, gebt's mir die Truhe. Die ist oben. Okay, ich muss da unbedingt dann noch hoch. Aber jetzt reden wir mal mit dem Kind. Da ist der krank. Schluchz. Dieser Krank hat unsere Deko gestohlen. Immer mit der Ruhe. Was ist hier geschehen? Dieser Krank, er hat gesagt, dass unsere Deko sein Totem beleidigt. Also hat er die Dekoration genommen und versteckt. Wo ist Seymour? Oh, er ist mit seinem Wagen jeden Tag in andere Boah, ich kann nicht lesen. Oh, er ist mit seinem Wagen jeden Tag in anderen Städten, auf anderen Feiern. Ich wette, der Krank weiß, wo er stecken könnte. Okay. Niemals findet ihr diese schrecklichen Spielsachen. Sie sind weggeschlossen, wo sie keinen Krach mehr machen. Wenn ihr es mir sagt, sorge ich für Ruhe. Ohne ein warmes Mahl leidet mein Bauch große Qual. Findet Seymour Ochsenknochen und lasst ihn was kochen. Gebt mir einen Hinweis. Wenn ihr Seymour gerne seht, reist zur Stadt, die aus Fisch besteht. Die Stadt, die aus Fisch besteht. Ihr seid dumm. Aus mir kriegt ihr nichts heraus. Ich mache den Feiertagen schnell den Garaus aus. Reist zu der Stadt, die aus Fisch besteht? Hä? Welche Stadt besteht denn aus Fisch? Ich meine, es soll jetzt irgendein Rätsel sein, ne? Aber... Oder... Also es muss halt dann irgendeine Stadt sein, was... am Wasser ist. Nehme ich mal an. Und wir sind der Truhe schon nahe. Ist die Truhe da? Gefundene Banditentruhe. Ha! Ha! Die Beute der Schlacht. Nice, warum ist da Banditentruhe? Cool. Kann ich da runterspringen? Nee, kann ich nicht. Oh Gott, ich kann doch runterspringen. Ja. Toll. Stadt, die aus Fisch besteht. Ich schau mal auf die Karte. Ist es jetzt irgendwie so eine Hauptstadt wie Löwenstein? Da gibt es ja nur mehr Götterfels. Ja, Götterfels besteht nicht aus Fisch. Vielleicht in Ohr irgendwas. Eine sehr schwierige Frage, Leute. Nee, da muss ich mich nur erkundigen. Dann würde ich sagen, reisen wir mal nach Götterfels. Ah, schöner Ladebildschirm.
Denn in Götterfels scheint sie das ganze Spektakel abzuspülen, das ganze Winterfest. Also was ich weiß, war das früher in Löwenstein. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ja, da wird es jetzt sicher langladen. Da wird es jetzt so viel los sein, sicher. Oh Gott, jetzt wird es wieder so ruckeln. Es wird so ruckeln. Bitte, liebes Spiel. Du weiter. Schlafeihe, ohne Witz. Okay, wir sind da. Oh, die Musik. Kling, 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 kling. Oh, mein Schatz, den Quaggan. Lieb. Okay, schau mal, es gibt sogar einen Wintertagshändler. Schau mal, was der zu verkaufen hat. Das Gesetz und es gibt keine Blaupause für Winterpräsenz. Okay, da kann ich irgendeine Sammlung freischalten. Ich würde das mal machen. 25.000 Karma und 3 Gold. Jo. Oh nein, ich schau lieber, was es sonst noch gibt. Okay, da gibt es wieder verschiedene Skins zu kaufen. Blablabla, Materialien. Zum Öffnen, doch, du brauchst ein Handwerksmaterial. Ah, für einen Schreiber. Was ist das? Makellose Schneeflocke. Aha. Aha, ich kauf mal jetzt mal dies da. Kaufen. Ja. Und ein Geschenk. Dieses Geschenk kann allen weisen Kindern in der Stadt Götterfels gegeben werden. Ja, das sagt mir jetzt überhaupt gar nichts. Wieder mal ein stolzer Moment. Schauen wir uns einmal die Sammlung an. Was kriege ich überhaupt dafür? Skin für Winterpräsenz. Doppelklick um diesen Erscheinungsbild auf andere Schultern. Da ist ja gar nichts. Außer das schneit. Also es schneit dann, oder? Mit... Naja. Naja, ich habe ja Schnee eigentlich echt gern, aber... Und es gibt keine Probleme. Naja, das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Da ist ein Geschenk! Boah, es ist so laut, überall ist so laut. Das ist ein magischer Schnee. Moment. Moment, ihr habt was entdeckt, Leute. Ihr habt was entdeckt. Zack. Was kann ich da machen? Seid ihr fremd hier? Okay, keine Ahnung. Der macht Schneebälle her, oder wie? Okay, da gibt's anscheinend irgendwas Tolles. Winterwunderland. Wollt ihr spielen? Hallo. Ist voll. Ja, dann da würde ich gern in eine andere. Ja, gehen wir's an. Hallo, ich möchte da jetzt rein. Okay, Leute, wir machen einfach was anderes, oder? Was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dabei ist unser Rundgang da im Winterwunderland noch nicht so erfolgreich gewesen, kommt mir vor. Aber da gibt's schon die nächste Aktivität. Ich nehme mal einen Schneeball mit. Man weiß ja nie. Geil, schaut's einmal. Haha! Da komme ich zur Sehenswürdigkeit, aber die habe ich doch, oder?
Schön, haben wir das auch mal gesehen? Götterfels im Winterwunderland-Zauber. Was kommt, ist die Spielzeugapokalypse? Es ist, glaube ich, so eine kleine Innie, die was sehr lustig ist. Die gibt es echt jedes Jahr. Da werde ich aber extra Video dazu machen. Da drüben kann ich irgendwas abgeben. Schau mal. Hey, mein Schneeball ist weg. Lauter Funktion gestartet. Ist es heiß genug für euch? Hallo? Seid gegrüßt. Hä? Helft den Utleinen von Götterfels, indem ihr beim Ho-Ho-Ho-Tron spendet. Erwarte Eingabe. Aber ich kann nichts spenden. Bereit zur Schnittstellenverbindung. Ah. Klar helfe ich. Ein Gold. Dies ist ein Wintertagswunder. Schon mal daran gedacht, einen mittellosen Golem zu adoptieren. Okay. Deshalb hat mir jetzt einen Erfolg gekriegt. Ich bin mit allen grundlegenden gesellschaftlichen Funktionen ausgestattet. Spendet Gold. Naja. Weil hier hat es mir jetzt nicht von den Socken gehauen. Okay, schauen wir mal da rüber. Da gibt es ja nur mehr Sachen. Ich würde echt gerne das Winterwunderland machen, denn ich glaube, das ist das Jumping Puzzle, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist echt lustig. Also wenn es das gleiche Jumping Puzzle ist, was ich... Okay. Nee, warte, das... Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Wintertags Geschenkebaum. Kriege ich da echt Geschenke oder was? Nice, ich habe ein Geschenk gekriegt. Danke. Schon weißt du, was drin ist, oder? Und ich habe eine gute Tat gemacht, Leute. Ich habe den Notleidenden geholfen. Und ich habe... Wow! Da war ein exotischer Bogen drinnen. Die Werte sind auch eigentlich nicht schlecht. Ich schau mal, vielleicht schaut der irgendwie cool aus oder so. Naja, schlicht schaut er aus. Zumindest übermäßig Alkohol. Hm? Was ist das? Beschützt das Geschenke, Toljak. Ja, ich komme. Action, Leute. Wo läuft denn das Toljak hin? Das läuft ja vorhin umweg. So mit Schneebälle. Oder wie? Was? Was muss ich machen, Leute? Hallo? Ich habe einen Schneeball. Ich bin umgefallen. Ich weiß nicht, warum. Oh, das ist nur ein Geschenk. Hallo? Das ist ein Geschenk, Leute. Warum sagt man das keiner? Geil, das sind wohl die Geschenke. Was ist das? Magischer Schnee? Eigentlich würde ich gern das andere da nehmen. Na egal, komm. Ich schau da mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr Geschenke. Wie da zum Beispiel. Zack! Ich weiß nicht genau, was ich da machen muss. Da ist was! Muss ich die jetzt abschießen? Nein, muss ich nicht. Die haben alle so eine Waffe in der Hand. Hey Leute, wo habt ihr die Waffe her? Was? Alter, ich check's gar nicht. Das ist so geil. Ist jetzt wieder mal ganz was Neues, gell? Aha.
Aber ich kriege irgendwie keine Geschenke mehr. Schneeballkämpfer. Der schießt den mit Schneebällen. Ob, da mache ich das auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt was geholfen hat. Warum hupft sie da? Verstehe ich nicht. Mache ich das richtig, Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay, Script! Okay! Vielleicht muss ich zu einer hingehen. Noch nicht begrüßen, ich mag die bekämpfen. Uah. Treten! Ich muss die einfach. Grüß euch! Treten! Okay! Kann man auch wer sagen, oder? Balthasar schenke euch Kraft. Okay, 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 weiter. Weiter. Grüß euch! Rennt er jetzt durch ganz Götterfels, oder wie? Achso! Spendenverteidigerin! Also, was führt euch her? 3, 2, 1. Ja, das war ja ganz erfolgreich, oder? Okay, schauen wir mal, was wir jetzt gekriegt haben. Lauter Leckereien. Yippie, Wintertagsgeschenke. Ich bin unglaublich. Überall Geschenkspapier. Die Beute der Schlacht. Hey, ich bin gerade so überfordert. Ein Golem-Trank, was ist das Rezept? Erlernt mit einer. Was ist los? Ja. Halt so Kleinigkeiten, ne? Was haben wir da noch? Wow, nur mehr Geschenke! Ich trat durch! Was ist denn da los? Die Beute der Schlacht. Cool, okay. Wir haben jetzt schon ein paar Erfolge gemeistert. Und jetzt schauen wir jetzt da nochmal rüber. Da ist der Baum, da waren wir schon. Und da drüben sind ja auch noch Sachen. Schneeballkrawall und das Glockenspiel. Okay, was sind wir da? Hört einmal her, bitte. Schneeballkrawall. Klar mache ich mit. Oh nein, ist dieses PvP-Ding, oder? Ich weiß nur, dass ich da ganz, ganz schlecht war. Das habe ich, glaube ich, nur einmal gespielt und dann bin ich nie wieder reingegangen, weil ich so schlecht war. Okay, erste Mannschaft, 500 Punkte, recht gewinnt. Also Wintertagsgeschenke zur Basisbringer, wählt eine Waffe und kämpft, bla bla bla. Macht Feinde kampfunfähig. Also es geht darum einfach nur. Ich bin Unterstützer. Okay, ich muss erstmal schauen, welche Fähigkeiten ich habe. Einen Schneeball werfen. Heil Verbündete. Bedeckt den Zielbereich mit Eis, dass Feinde ausrutschen. Setzt eine Eiswand und rollt euch selbst in einer Kugel aus Schnee, um euren Gegner herumzuschleudern. Eine arkane Schleuder. Unterstützen halt. Alter, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich versuche einfach Geschenke zu sammeln. Was ist denn das? Zur Basis zurückkehren. Da ist ein Stern. Natürlich bin ich wieder im Loser-Team. Wird schon einen Grund haben, warum ich da bin. Okay, weiß halt nicht. Werden die Geschenke auf der Karte eingezeichnet? Das ist die Frage. Da drüben ist was. Was ich glaube, das ist was, oder? Schadenverstärkung. Okay, kann man machen, glaube ich.
Hey, noch die für die Eiswand hervor. Zack! Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe, aber ich hab's gemacht. Komm, 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 komm hoch, komm hoch, komm hoch! Scheiße! Alter, was? Alter, was? Ich käme mich nicht aus! Regt mich schon wieder auf. Keine Ahnung, was ich machen muss. Also, ich weiß schon, was ich machen muss, aber... irgendwie heute auch nicht. Ich weiß nicht, das Winterkrawall, oder? Hast du das Winterkrawall, gell? Finde ich jetzt nicht so geil. Vor allem, wo sind die Geschenke? Da ist ein Geschenk. Ha! Meinst du, kannst du es jetzt aufhalten, oder was? Komm, 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 komm. Ja, danke. Okay, das Geschenk ist abgegeben. Ja, beziehungsweise so gut wie. Mich hat wenigstens einen Kill machen, gelbe! Keine Ahnung, mein, das ist so. Das finde ich absolut nicht lustig, das ist nur zum Aufregen. Vielleicht soll ich mal andere Dings. Ich bin jetzt in Infanterie irgendwas. Verloren. Okay, kein Problem. Das ist die Musik. Lalalala. Bitte, wie kann ich das verlassen? Oh, danke. Das ist absolut nicht meins. Ja, Leute, aber ich werde jetzt Schluss machen. Es war ein erster kleiner Einblick. Bisschen chaotischer Einblick. Ich habe selber ehrlich gesagt keinen Plan gehabt vom Wintertag. Aber in der nächsten Folge. Hört einmal her, bitte. Also in der nächsten Folge möchte ich unbedingt das Glockenspiel da probieren. Und unbedingt das Jumping Puzzle, das Winterwunderland. Das ist so cool. Also ich glaube, dass es cool ist. Und ich werde das so lange machen, bis ich es schaffe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt, von Guild Wars 2 Wintertag. Bis dahin. Ciao.